Ich war jetzt ungefähr 10 Jahre nicht mehr hier zum Angeln und würde jetzt gerne mal nachschauen, ob es denn hier noch Schleien gibt. Und wie ich das mache, das seht ihr jetzt. So, die erste Route, die werde ich mal ganz klassisch anbieten, zwar eine Pose, zwei Dendrobina-Würmer, werde ich jetzt einfach mal hier in die Mitte von dem freien Platz werfen. Es ist hier sehr, sehr flach, ich habe da mal eben gelotet, also es hat nur noch ca. 50 cm Tiefe, früher war das mal ein bisschen mehr, aber mit der Zeit ist es halt noch zusätzlich verschlammtes Gewässer. Und die 50 cm tiefen Stellen sind aber hier schon die tiefsten, die wir so haben. Und ja, der Wurm wird knapp auf Grund liegen. Und da schauen wir jetzt einfach mal, was passiert. Ja, wenn man auf Schleien angeln möchte, kann man natürlich auch mit Futter arbeiten. Ich habe mir hier jetzt ein ganz einfaches Futter zusammengestellt. Und zwar besteht es aus Polenta. Das ist so ein Maisgrieß, den gibt es in jedem Supermarkt. Und dieses Polenta habe ich einfach mit Paniermehl etwas vermischt und dann mit ein bisschen Wasser abgebunden. Das ist schon mal eine super Grundlage. Schleien mögen dieses Polenta. Es hat nur einen kleinen Nachteil. Es bindet halt relativ schlecht ab. Deswegen brauchen wir das Paniermehl. Und dieses Futter kann man jetzt, wenn man möchte, natürlich noch entsprechend verfeinern. Ein guter Tipp wäre zum Beispiel, pürierten Mais mit reinzubringen. Man kann aber auch einfach Dosenmais, die ganzen Körner nehmen, habe ich auch dabei. Kann man auch mal ein paar von mit reinmachen. Auch die Flüssigkeit vom Mais ist da ganz gut dafür geeignet. Und wem es nicht zu teuer ist, ja, Dendrobina-Würmer, kennt ihr ja alle. Da kann man natürlich auch noch einige, kann man natürlich auch noch einige nehmen. Und die sollte man jetzt nicht im Ganzen einbringen, sondern die sollte man halbieren. Die kann man einfach mit dem Fingernagel hier teilen, dass da halbe Würmer drin sind. Das hat einfach den Hintergrund, dass sich die halben Würmer nicht so gut dann im Schlamm verkriechen können. Aber wie gesagt, das ist bei den aktuellen Wurmpreisen schon eine relativ teure Angelegenheit. Muss jeder für sich entscheiden, ob es das bringt oder nicht. Ja, so sieht dann so ein kleiner Futterballen für Schleien idealerweise aus. Wir haben also das Gemisch aus Polenta und Paniermehl, ein paar Maiskörner mit drin, ein paar Stücke von Dendrobina-Würmern. Das mögen die Schleien richtig gerne. Ja, die zweite Route, die mir zur Verfügung steht, die werde ich jetzt auch erstmal klassisch anbieten. Diesmal aber mit dem Grundblei, das ist ein 15 Gramm Sargblei, ein langes Vorfach mit einer kleinen Maiskette. Und die Route möchte ich hier im linken Bereich vor diesem versunkenen Baum ablegen. Hier ist noch ein bisschen Schatten, könnte man gut vorstellen, dass sich da ein paar Fische aufhalten. Kapitale Rotfeder. Da sieht man mal, die ist schon richtig wohl genährt. Es war noch keine Schleie, aber wirklich ein schöner Fisch und vor allem er hat auch schön gebissen.
Oh, was haben wir denn hier? Ja, die erste Schlei haben wir schon erwischt. Das ist noch eher ein kleines Exemplar. Man sieht aber hier wunderschön, der Haken hat super gegriffen. Die Würmer sind noch dran. Aber da hier eigentlich keine Schleien besetzt werden, ist das auch ein schönes Zeichen. Die vermehren sich hier von selber. Ist aber auch kein so großes Wunder. Ich meine, die Bedingungen sind für Schleien hier natürlich ideal. Da war die nächste. Oh. Im direkten Anschluss. Okay, auf der Grundroute hat es auch gebissen. Es war fast ein zeitgleicher Biss. Ihr hört im Hintergrund vielleicht das Mittagsläuten. Das ist hier bei uns in Bayern noch so üblich. Wir haben jetzt mittags 12 Uhr und binnen 5 Minuten 2 Schleien. Erstaunlich. Ja, jetzt mal noch ein kleiner Tipp zum Haken. Ich fische hier mit selbstgebundenen Haken. Das hat einen Grund. Ihr habt es ja gesehen, in diesem Gewässer gibt es relativ viele Hindernisse. Also angefangen von Seerosenfeldern über versunkenen Bäumen. Und wenn ich da mal einen größeren Fisch drauf bekomme, dann würde ich dem auch was entgegensetzen können. Und das geht natürlich schlecht mit einem 18er oder 20er Vorfach. Deswegen kaufe ich mir immer ganz, ganz kleine Karpfenhaken. Das ist jetzt Hakengröße 10 und binde den selber an eine 30er Mono als Vorfach. Und wenn dann wirklich mal ein Karpfen oder ein anderer größerer Friedfisch, hier gibt es zum Beispiel auch starke Giebel, wenn da mal einer beißt, dann kann ich trotzdem ordentlich drillen, ohne Angst haben zu müssen, dass das Vorfach reißt. Ja, kleiner Karpfen. So, hier haben wir noch einen kleinen Satzkarpfen gefangen, ist schon die dritte Fischart heute. Habt ihr gesehen, der hat natürlich hier ganz schön Radau gemacht. Da war ich froh, dass ich ja ein bisschen stärkeres Gerät hatte, um den Fisch sicher anlanden zu können. So, gerade wollten wir das Abschlussstatement drehen. Da ist nochmal eine Schlei dazwischen gekommen, die ganz kurz vom Ufer gebissen hat. Die darf natürlich jetzt gleich wieder zurück. Und ja, es fängt im Hintergrund auch schon leicht zu tröpfeln an. Deswegen beenden wir jetzt unseren Angelausflug an den Altarm.